Liebe Leute, heute geht es um den Vergleich von den Spezialschuhen von Scarpa, und zwar den Scarpa Maestro Mid und den Scarpa Maestro Alpine. Was der Unterschied ist, wie sich das im Endeffekt alles anfühlt beim Klettern und welcher Schuh letzten Endes so mein Favorit wäre, für welches Szenario. Darum soll es in diesem Video gehen und wir steigen direkt ein. Warum gibt es überhaupt diesen Maestro? Und was ist der Unterschied vom Maestro Mid zum normalen Maestro? Das ist relativ einfach erklärt. Maestro Mid ist ein Kletterschuh für alpines Klettern oder Treadklettern, wie die Engländer und Amerikaner sagen. Das heißt, Risse klettern, Routen klettern, die man selbst absichern muss, was dann zwingend im Endeffekt Risse erfordert. Ansonsten kann man keine Zwischensicherung legen, zumindest nicht keine Safe-Zwischensicherung. Und da, wenn man in Rissen unterwegs ist und dann so Faustrisse klettert oder Doppelt-Faustrisse oder irgendwas auf Schulter, muss man schon ganz viel mit Füßen verkeilen. Und wenn ich die Knöchel mir vorstelle, die aus dem Schuh ragen, beim normalen Maestro zum Beispiel, der ja deutlich niedriger geschnitten ist, dann kann es sein, dass ich in den Rissen im Endeffekt meine Knöchelhaut aufarbeite und dann blute wie ein Schwein. Also ist der Sinn von dem Maestro Meet, dass die Knöchel geschützt sind und ich dann einfach nur in Rissen besser klarkomme. Wenn ich natürlich so einen Schuh baue, dann möchte ich, dass ich in dem Multi-Peach, also in dem Mehrseillängenroute, am besten den gar nicht ausziehe, sodass er bequem ist und damit richtig lange unterwegs bin, Stunden über Stunden, teilweise 6 Stunden, 8 Stunden, je nachdem, wie hoch die Wand ist und wie schnell ich klettere. Und da ermüden die Füße natürlich und insofern ist es wichtig, dass man eine relativ stabile Plattform hat, sage ich jetzt mal. Also sind meisten Alpin- oder Treadkletterschuhe sehr steif, was dann natürlich damit einhergeht, dass die nicht wirklich sensibel sind. Beim Maestro, also ich habe mal den Maestro anprobiert, irgendwann in Argo, mit dem normalen Cut, sage ich jetzt mal, also so ein Low Cut, von dem war ich einfach begeistert, ne? Aber habe festgestellt, dass der jetzt auch nicht so mega steif ist. Der Philipp hat in den Kommentaren geschrieben, dass er sich überrascht gezeigt hat, dass ich gesagt habe, der Vapolace V3 ist härter als der Maestro. Ja, ist er auch. Insgesamt, meiner Meinung nach zumindest. Aber der hier, der toppt alles. Also das ist wirklich so ein Brett. Ja. Sehr steif. Was ist also an den beiden Schuhen dran? Nun, im Prinzip sind das beides gleiche Schuhe. Ich habe aber beide gegeneinander verglichen, an der Boulderwand, einfach ein bisschen rumgeklettert damit, geguckt, wie die Sensibilität ist, wie kann ich auf kleinen Tritten stehen, etc. pp. Und habe festgestellt, dass die beide unterschiedlich sind tatsächlich. Klar sind die steif, klar sind sie relativ wenig sensibel, aber ich habe festgestellt, dass der Mid ohne im Endeffekt diese ganzen Isolierung und ohne diese Schutzsocke einfach sensibler ist und auf Reibung auch besser ist. Und das liegt daran, dass wahrscheinlich diese ganze Polsterung, die notwendig ist, um den Schuh zu isolieren, ein bisschen auf die Sensibilität der Schuhe schlägt. Warum ich mit dem hier ein bisschen weniger oder ein bisschen schlechter auf Reibung stehen konnte als mit dem. Das ist tatsächlich echt ein Rätsel für mich. Warum? Weil der Schuh, wenn ich dann dem rumbiege und klassisch palpiere, seht ihr das? Den kann ich noch nicht mal richtig durchbiegen, so steif ist er. Und erst hier fängt er an, ein bisschen nachzugeben. Und das ist beim Alpine-Modell mit der ganzen deutlich leichter. Das heißt, ich finde, dass der einfach weicher ist. Ja, nochmal. Im Vergleich, da kriege ich das Ding eigentlich gar nicht gebogen. Also das Ding ist wirklich steifer, hat sich aber auf Reibung deutlich besser angefühlt. Mit dem bin ich sogar einmal vom Volumen knallhart abgerutscht und hing plötzlich in den Arm. Und da war es nicht der Fall. Also großer Respekt auf jeden Fall dafür, dass man so einen steifen Schuh so flexibel bekommt, sodass man auf Reibung letzten Endes dann gut den Fuß durchdrücken kann und sauber steht. Also wirklich klasse.
Nun zu dem Aufbau von dem Schuh nochmal. Mit Version Höhe. Ich persönlich bin wenig begeistert, denn mir ist es alles hier zu wenig gepolstert. Zumindest beim Mit. Und diese Kante hier, die könnte höher sein für meine Sprunggelenke, sodass sie wirklich drüber geht. Sodass die Mitte vom Sprunggelenk ist ungefähr hier. Und dann drückt das irgendwie ganz komisch drauf. Also so richtig angenehm ist es nicht und ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass ich den ganzen Tag mit den Dingen da rumlaufe und vielleicht auch noch absteigen muss. Denn durch den Aufbau ist es auch nicht so leicht, dass man irgendwie aus der Ferse rausgeht und die umklappt oder sowas. Also einmal anziehen, zuschnüren und dann dran lassen ist angesagt, eher als dann irgendwie rausschlüpfen am Stand. Also mit ja, ein bisschen höher hätte es sein können, ein bisschen mehr Polsterung hätte ich mir auch gewünscht. Warum? Den klassischen La Sportiva TC Pro, Tommy Caldwell hat er mitentwickelt, der ist einfach nur komfortabler, muss man einfach knallhart sagen. Diese ganzen Glätteigenschaften hin oder her, aber der La Sportiva TC Pro ist einfach komfortabler überall im Schuh als der mit, auf jeden Fall. Nun, bevor ich jetzt diesen Schuh schlecht rede, weil vom Klettereigenschaften und von seinen ganzen Features ist er schon wirklich richtig klasse, noch ein paar Details. Also, der Schuh ist an sich im Prinzip aus Kunstleder, nur halt diese Teile hier sind Leder. Warum? Leder verschleißt nicht so leicht im Vergleich zum Kunstleder. Deswegen nimmt man natürlich Leder, damit man in Rissen den Abrieb im Endeffekt in Grenzen hält. Die haben das im Vergleich auch zu einem Maestro so gemacht, dass diese Schnürung hier vom Leder gedeckt und geschützt ist. Warum? Das ist ja auch ein Material, was ich abreiben kann und wenn ich im Endeffekt einen Schutz vom Leder drüber habe, überlebt es einfach länger. Denn das ist ja wirklich nicht so dick und wenn es durchgerieben und durchgerissen ist, ja, das kriegst du auch nicht so leicht repariert, ne? Klar kann man ein Loch reinstanzen und durchfädeln, aber dann ist das Prinzip von dem Fast-Lating-System, was wirklich Fast-Lating ist. Wir sehen, wenn man kräftig zieht, ist es relativ schnell auf Spannung gebracht. Und wenn man sieht, wenn ich jetzt so einen dünnen Fuß habe, ja, sieht man schon den Schutzeffekt, die Schnürung verschwindet. Also gut gemacht. Dann habe ich festgestellt, dass diesem Mitmodell diese Zehengummi noch weiter in Richtung Schnürung gegangen ist und teilweise die Schnürung überlappt. Das führt dazu, dass wenn ich den großen Zeh hier drin habe, habe ich das Gefühl, dass hier wie so eine Polsterung drüber ist. Erst habe ich gedacht, cool, Polsterung, aber es ist keine Polsterung. Das ist einfach diese letzte Lasche, die dafür sorgt, dass hier einfach eine Verdickung entsteht und diese Verdickung fühlt sich an, als ob das so ein extra Schutz von oben ist. Ob das in Rissen im Prinzip dann ein mega Benefit darstellt, kann ich nicht sagen. Ich habe damit keine Rissklettern ausprobiert. Aber so wie der Schuh aussieht, relativ flache Zehenbox, richtig gut geschützt, finde ich, dass das sicherlich ein richtig guter Risskletterschuh ist und man damit sauber klemmen kann, ohne sich die Füße zu verdrehen und kaputt zu machen. Zu der Zwischensohle. Der Schuh ist steif, die Zwischensohle ist auf die gesamte Länge, wenn man jetzt Scarpa glauben darf, was ich da auf YouTube gesehen habe. Was Netten vorgestellt hat, ist im Endeffekt so eine neuartige Plastik. Zwischensohle relativ dick, 1 mm und ist durchgehend. In der Mitte ist hier so ein Schlitz, sodass man die Schuhe eher in die Richtung biegen kann. Kann man jetzt aber auch nicht wirklich. Und ein paar Löcher, sodass man hier ein bisschen Sensibilität bekommt, ja, für das, was man unterm Fuß hat. Das Grüne hier, das ist Aktiv-Rending, also sprich, das ist wieder so ein Gummiband, was dann Richtung Zehen geht und dann die Spannung hält. Funktioniert bei Scarpa ja immer tadellos und von dem her, aber das ist wirklich so gut gemacht, dass man es kaum irgendwie so wahrnimmt als Aktiv-Rending-Element und läuft aber. Ne? Also auf der Spitze stehen, alle möglichen Trittpositionen für so einen Thread-Kletterschuh völlig unproblematisch. Sehr beeindruckend finde ich auch die Ferse, die ist wirklich sehr gut, sehr stabil und auch von der Form her echt in Ordnung. Das heißt, theoretisch kann man damit auch richtig stark hupen. Klar wird es Leute geben, denen irgendwas nicht passt, ein bisschen zu viel Luft, ein bisschen zu wenig, aber die Ferse ist so stabil, dass selbst wenn ich da ein bisschen Luft drin habe, kann ich damit irgendwie hupen, ohne dass der Schuh abgeht oder sowas. Das wird bei dem hier sowieso nicht passieren. Okay, so viel zu Maestro Meat. Deutlich steifer als der normale Maestro. Ja,
Ist sicherlich fußabhängig, ob man den Schutz hier erfährt am Knöchel oder nicht. Ich erfahre da jetzt nicht so viel Schutz, wie ich mir das gewünscht hätte. Komfort eher weniger. Ich habe jetzt eine 42, beide Schuhe in 42. Tut weh. Und zu Passform vielleicht noch ein paar Worte. Es ist so, dass der Schuh eher ägyptisch geschnitten ist. Wenn man einen kleinen Zeh hat, den ersten kleinen Zeh, der ungefähr gleich ist wie der große, geht das noch. Aber mein dritter Zeh ist auch ein bisschen länger und der wird hier gekillt einfach. Ja. Breite hier ist relativ breit. Ich würde nicht sagen, dass es ein schmaler Schuh ist. Klar kann man mit der Schnürung was machen, aber ihr seht, man zieht das zu und der Schuh wird aber hier nicht unbedingt schmaler. Also eher breit und sollte im Endeffekt bei der richtigen Schuhgrößenwahl, also ich würde jetzt 42,5 nehmen fast, weil der 42 hat mir einfach zu dolle gedrückt überall. Und das ist kein Schuh, den man am Stand auszieht, also muss die Größe eher große sein. Ich würde bei der Straßenschuhgröße anfangen und gucken, ob ich das für mein Schwierigkeitslevel, ob das für mich passt oder nicht. Okay, also alles in einem, steifer Schuh mit richtig guten Reibungsklettereigenschaften, erstaunlich gut und richtig viel Unterstützung auf kleinen Tritten, auf allen möglichen Tritten. Und so ein bisschen Gefühl ist auch noch da. Es ist nicht so, dass es komplett irgendwie nicht spürbar ist. Nun zu dem Alpine Model. Alpine Model ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, 190 € oder so wollen die dafür haben. Und wenn man natürlich bedenkt, dass das wirklich ein sehr aufwendiger Kletterschuh ist, ist der Preis schon gerechtfertigt. Man hat einfach mitgenommen und eine Isolierung reingebastelt. Ja? Isolierung aus drei Schichten. Erste Schicht ist, glaube ich, Aluminium, dann kommt noch eine Schicht und dann kommt diese Schicht letzten Endes, die dann so ganz kuschelig am Fuß ist. Und das Ganze ist in dem Bereich hier zu finden, der Zehen hier. Da, wo die Zehen auch natürlich frieren beim Klettern und hier drunter. Man merkt den Effekt sofort. Man geht in den Schuh und das wird einem sofort warm. Ich habe es jetzt natürlich nicht draußen beim irgendwie Minusgraden ausprobiert, sondern einfach nur in normalen Umgebungen, in einer Boulderhalle, habe ich schon gesagt. Und da war das so, dass man schon direkt gemerkt hat: Okay, alles klar, es ist warm am Fuß und man schwitzt auch ein bisschen mehr dementsprechend. Also. Die Isolierung funktioniert. Aluminium finde ich total spannend letzten Endes, weil das natürlich die Wärme des Fußes beibehält. Setzt natürlich voraus, dass ich schon mit dem warmen Fuß in den Schuh reingehe und der Schuh ein bisschen Wärme abgibt, sodass es hier irgendwie drin behalten werden kann. Dann geht das im Endeffekt weiter. Dann gibt es hier eine Art Socke, die ungefähr hier vernäht ist mit dem Schuh. Und diese Socke ist ein kleiner Endgegner beim Anziehen. Also es gibt ja schon, da gab es glaube ich von La Sportiva schon so Trailrunning-Schuhmodelle, die so diese Socke hatten. Jeder, der schon mal beim Berglauf im Frühjahr überrascht worden ist durch irgendwelche Schneefelder, weiß, wie kacke das ist, wenn Schnee in den Schuh beim Laufen reinkommt. Und ähnlich kacke ist es auch, wenn man im Prinzip beim Klettern in irgendeine Nordwand bei Winterbegehung oder noch im Frühjahr plötzlich irgendwie Schnee in den Schuh kriegt. Das ist Kacke. Und insofern ist diese Socke viel, 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 viel wert. Und sie ist auch wirklich richtig gut gemacht. Also wirklich angenehmes Material. Hier alles durchdacht. Die Nähte, die Nähte, der Reißverschluss hier, die Halterung vom Reißverschluss und so weiter. Und das stört auch nirgendwo, wenn man den angezogen hat, ähnlich. Also top. Beim Anziehen ist es so, man versucht ja erst mit dem Fuß reinzukommen, dann bleibt man hier irgendwo stecken. Dann muss man wirklich hier alles aufmachen, damit ich zumindest bei meinem Fuß, der relativ viel Volumen am Rest hat, dass ich den irgendwie hier dann reingedrückt kriege. Das heißt, man ist mit der Ferse hier, die Ferse beult hier aus, ähnlich wie jetzt hier durch meinen Finger dargestellt. Und dann muss man irgendwie versuchen, diese Ferse in den Schuh reinzubekommen. Das war schon leichtes Gewürge. Ging aber dann und ausziehen ging dann einigermaßen gut, wenn man hier alles aufgemacht hat. Aber es ist definitiv nichts, was ich an jedem Stand irgendwie mache. Das heißt, auch der Schuh muss richtig gut passen, damit ich den einfach lange anbehalten kann. Auch da empfehle ich an der Kletterschuh, an der Straßenschuhgröße sich zu orientiert bei der Wahl dieser Kletterschuhe oder dieser Größe. Und dann sollte es einigermaßen hinhauen. Nun. Zu der Sensibilitätsgeschichte habe ich schon gesagt, dass dem mir etwas weniger sensibel vorkam als der mit.
und auch am Volumen irgendwie nicht so gut stehen konnte, obwohl er eigentlich sich leichter biegen lässt. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so gut erklären kann. Sensibilität schon. Durch das Aluminium und drei Schichten und so weiter ist natürlich viel mehr zwischen dem Fuß und dieser Zwischensohle, beziehungsweise dem Gummi und dem Fels oder dem Tritt. Und dementsprechend ist es natürlich weniger sensibel. Das ist nachvollziehbar. Aber bei weicherer Sohle, die sich leichter biegen lässt, irgendwie schlechter am Volumen zu stehen, auch das ist etwas, was ich jetzt nicht, da bin ich nicht dahinter gekommen. Ja, bin ich ehrlich. Was Komfort angeht, ist das hier definitiv mein Favorit. Warum? Der drückt deutlich weniger überall, hier an den Knöcheln auch weniger, an den Zehen weniger. Das kommt natürlich alles durch diese Isolierung zustande. Und das ist wirklich schon mindestens auf dem Niveau vom DC Pro, beziehungsweise schon etwas besser, definitiv. Und in diesem Video von Scarpa sagte Nathan, dass wenn du mit Socken kletterst, dann rollt sich das alles im Fuß und das ist schlechter für die Performance. Ja, ich weiß nicht, ob ich im Winter nur barfuß in diesen Schuh reingehen würde. Ich glaube, so ein Söckchen würde ich schon noch drin anlassen. Aber trotzdem ein Benefit, weil der Schuh wirklich die Wärme mehr drin behält als so ein Schuh. Also jeder, der im Winter schon mal bouldern war oder klettern war, der weiß im Endeffekt, wie schnell die Füße kalt werden und auch gar nicht mehr wiederkommen. Ja? Und das ist natürlich der absolute Killer. Da kann der Schuh noch so sensibel sein, wenn meine Nervenbahnen zu sind aufgrund der Kälte, dann ist es auch egal. Also insofern, die Sensibilität spielt dabei jetzt auch nicht so die größte Rolle, wie im Sommer im Vergleich zum Winter. Nun zu dem Preis nochmal. 190 Euro erscheint mir schon extrem viel, wenn man aber bedenkt, wie aufwendig das ist, diesen Schuh zu machen, mit dieser ganzen Isolierung, das da reinzunähen, das so zu verbauen, dass die Isolierung hier im Endeffekt an der Sohle keine negativen Auswirkungen hat, dass alle Stiche, die man da macht, um das alles zu vernähen, nirgendwo drücken und die drücken nicht. Das ist wirklich top. Und dann noch extra Material dazu rechnet und so weiter. Dann finde ich das schon okay. Dann finde ich das wirklich okay, weil der Schuh wirklich klasse gemacht ist. Und was ich auch mir so gedacht habe, wie oft nehme ich diesen Schuh her? Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie zwei, dreimal die Woche so eine Nordwand besteige. Das ist so ein Event, was ich dann vielleicht irgendwie zweimal im Winter mache, dreimal im Winter. Und jeder, der am Fels klettern war, der weiß im Endeffekt, dass die Schuhe im Granit vielleicht schon mehr, aber eigentlich am Fels nicht so schnell verschleißen wie in der Halle. Und von dem her sind 190 Euro richtig gut angelegtes Geld in warme Füße. Muss man einfach klipp und klar sagen. Also ich würde den Schuh eher noch kaufen und empfehlen als den mit. Warum? Er ist deutlich komfortabler von Druckstellen und so weiter und hat diesen riesen Benefit, im Winter einfach die Füße warm zu halten. Würde ich ihn kaufen? Ich persönlich nein, denn wenn ich Winterbergsteigen gehe, habe ich definitiv Stiefel an und das ist mir einfach nur zu viel des Guten, in eine Nordwand im Winter so schwer zu klettern, dass ich Kletterschuhe brauche. Und von dem her ist das eher was für wahre Winterbergsteiger und Spezialisten oder Winterkletterer. Zum Bouldern würde ich den nicht unbedingt kaufen, wenn ich nach Blo fahre. Da ziehe ich mir lieber ein paar Socken an und man kann die Schuhe auch immer wieder ausziehen und die Füße durch Reiben aufwärmen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einigermaßen Einblick gewinnen in die Performance, in Komfort, in Passform und in die Spezifikationen dieser beiden Kletterschuhe. Für normales alpines Abenteuer würde ich immer noch den Maestro Low nehmen, also den normalen Maestro, der ist wirklich klasse. Der hat auch irgendwie weniger Druckstellen gehabt, so wie ich mir das erinnern kann. Würde ich ihn mitnehmen, mitkaufen, wenn ich den anprobiere und er drückt mir nirgendwo. Ey, go for it, weil der von den technischen Eigenschaften her, vom Stehen und so weiter, deutlich besser ist als der DC Pro, definitiv. Aber vom Komfort her, anziehen, keine Schmerzen haben, in der 10. Seillänge des Tages, würde ich den DC Pro nehmen. Ja, bin ich ehrlich. Wenn es um Winter geht, würde ich knallhart den kaufen und auch die 190 Euro ausgeben und mich darüber freuen, dass meine Füße nicht so schnell kalt werden. Okay, in diesem Sinne,
Ich hoffe, dass ein paar Alpinisten zuschauen und vielleicht auch ihren Senf dazu geben können, ob sie schon Erfahrung gemacht haben mit dem Alpine Maestro oder auch mit dem MIT, wie sie das auch einschätzen, was den oder sächsische Risskletterer, wie sie das einschätzen mit dem Schutz der Knöchel in Rissen und wie die Rissperformance ist, würde mich auch in Kommentaren dringend interessieren, wer das schon erlebt hat. Und ansonsten hinterlasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal.